Spritzgießmaschinen sind wahre Wunderwerke an Kraft und Präzision. Und ohne sie geht in der Kunststoffindustrie gar nichts. Das Herzstück einer jeden Maschine ist der Antriebsstrang. Und heute bin ich verabredet mit Marc Scheible von Arburg, der mir erklärt, was die perfekte Spritzgießmaschine ausmacht. Ich bin super gespannt. Und Sie? Marc Scheible ist ein Expert für Multi-Component Injection Molding at Arburg und erklärt in diesem Video, what role the powertrain plays in a modern injection molding machine. He also provides us a look behind the scenes at the Schwarzwald-based company, or more precisely, behind the claddings of the machines, because that's the only way to see everything works as it should. Was genau leistet eigentlich so ein Antriebsstrang in einer Spritzgießmaschine? Wie der Name schon vermuten lässt, treibt er die Maschine an. Hierzu verwendet er elektrische oder hydraulische Energie in Bewegung. Und diese Bewegung nutzen wir, um zum Beispiel Kunststoffschmelze in ein Werkzeug zu spritzen. Das heißt also, der Antriebsstrang umfasst alle Komponenten in so einer Maschine, die sich bewegen? Genauer gesagt, die Steuerung und Regelungstechnik, alle Motoren sowie die Kraftübertragung. Was ist nun das Besondere am Antriebsstrang von Arburg? Bei uns kommt alles aus einer Hand. Und das ist im weltweiten Wettbewerb außergewöhnlich. Mit AMK Motion konnten wir einen der renommiertesten Antriebsentwickler und Hersteller zum Teil der Arburg-Familie machen. Seit vielen Jahren arbeiten wir bereits zusammen und das macht sich heute bezahlt. Inwiefern? Wir entwickeln unsere Schlüsselkomponenten selber. Daher können wir auf Markttrends und Kundenwünsche viel schneller reagieren. Dabei spielt der Antriebsstrang eine zentrale Rolle. Schauen Sie mal. Arburg takes a comprehensive approach to the powertrain. That is why all the associated components are developed and manufactured in-house. This creates security of supply and independence from global supply chains. In addition, this in-house principle enables Arburg to react quickly and flexibly to market trends and customer requirements. The supply of spare and wear parts is also ensured in this way. Speaking of security, the control and software for the machines is also developed and programmed in-house. This ensures the highest security standards, for example using firewalls and separate computing units to protect valuable customer data. Arburg's entire powertrain, with its motors, transmission and control components, can be designed specifically for the customer's application if required. This is something that excites customers and makes working with an Arburg injection molding machine a safe proposition. Ich bin beeindruckt. Ich denke, das gibt es so nur bei Arburg, oder? Ich denke auch, dass das in der Kunststoffbranche außergewöhnlich ist. Dies betrifft übrigens auch den Antrieb der Werkzeuge, die meine Kollegen und ich auf jede Anforderung abstimmen. Dadurch harmonieren Werkzeug und Maschine perfekt miteinander. Glaube ich sofort. Vielen Dank, Marc Scheible. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, und bis zu unserer nächsten Episode.